So, wir kommen hier raus. Da kommen wir nicht mehr, da kommen wir nicht mehr raus, oder? Doch, wir kommen hier noch raus, aber hier war nichts. Oh, okay. Okay, hier mal kurz was testen. Das Aufladen dauert 1000 Jahre. Okay, sieht cool aus. Aber ich weiß nicht, ob das unser Ding wird. Was ist denn mit den schwarzen Wovas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehle und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Okay, da hinten sind Fenster. Ich muss aber nicht hier unten lang, ne? Sieht nicht so gesund aus, da möchte ich nicht rein. Also. Da war Schatzü wieder. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Ach, der Scanner. Ja, sicher. Da hätte ich natürlich... Klar, da, aber ich gehe erstmal gucken. Ach, diese elektrischen Felder. Ja, doch hier. So, da ist der Knopf. Und wo ist denn hier das elektrische Feld? Da drüben. Ist das gerade die Mondscheinsonate? Warte. Oh, schön. Okay, nach unten kommen wir aber nicht, ne? Aber kann ich hier oben nicht noch ein bisschen rumgucken? Weil... Waren hier nicht ganz viele Kästen und so? Aber ich komme hier nirgendwo hin, ne? Ne, hier ist alles abgeschlossen. Oh, hier sieht so schön aus. So viele Kästen. So viel Loot. So, da ist der Knopf. Gehen wir mal runter. Hier ist Le Knoppomann. Und dann müssen wir quasi nur hier lang, ne? Kommt hier gleich noch einer rausgescheißert irgendwo? Ach, der Nebenraum ist abgeschlossen. Na, das ist ja mal wieder typisch. Fingerschnipsen wird hier nicht reichen. Ich brauche einen Schlüssel. Und lass mich raten, dieses Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Hihi. Hihi, Lul. Hihi. Hallo? Okay, ein Schlüsselpunkt. Lass mich raten, den Schlüssel kriegen wir nicht. Ach, jetzt muss ich doch wieder nach oben. Hä, da war ich doch gerade. Habe ich doch gesagt. Da ist so ein Bescheid-Sargometer-Ding, ne? Nee, was ist denn das? Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Eine Löwenzahnkamera. Dim. 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 Komm, da Peter lustig und verrät einen, oder was? Voll die Snitch. So. Die Anlage ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Okay, du kannst eine Überwachungskamera ablenken, indem du etwas anderes, oder sie per Schock vorübergehend aktivieren. Okay, wenn man das wirft, weiß ich noch nicht. Und deaktivieren weiß ich auch noch nicht genau. Wir gucken mal. Ich sneake mal ein bisschen. Okay. Ist da wieder einer auf dem Pott? Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Kaum ist Roboteraufstand, ist hier alles kaputt. Ist irgendwie super uncool.
Aber wie? Wie werfe ich die? Kein Alarm geschlagen? Achso, ich kann ja... Aber wo ist Robi-chan? Der war doch gerade noch hier. Da ist so eine Truhe. Der war doch hier. Ich höre hier noch so eine, ich höre, glaube ich, noch so eine Löwenzahnanlage, ne? Da hinten, okay. Okay, warte. Was war das gerade? Was war das? Okay, warte, da kommt der Kollege. Ich warte kurz auf den Kollegen. Sag mal. Ich muss mich echt an die Steuerung gewöhnen. Aber egal, ich krieg das hin. So, der wird jetzt ein bisschen größer. Der wird gleich bestimmt da lang, links lang landen, da. Und dann schnappen wir uns den. Ich hoffe, der kommt nicht hier rüber. Nicht umdrehen, bitte. Das wäre mir nicht recht. So. Das habe ich beim Kohleautomaten gelernt. Rein da. Dankeschön. Die Moustache. Ich würde gerne die Moustache sammeln. Das wäre toll. So, pass auf. Und dann können wir noch irgendwas anderes werfen. Hier ist halt nichts zum Aufheben, ne? Okay, das geht. Okay. Dum, 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 dum. Schnubbidi-wiu, schnubbidi. Wow. Hey, okay. Chuck. Charles. Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Ja, sind sie auch. Natürlich sind sie es. Deshalb trifft Petrovs Verrat das Herz des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Nein! Dieser Mistkerl! Dieser Mistkerl! Hä? Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13. in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Habt ihr gehört? Ich wünsche ein schönes Wochenende. Habt ihr gehört? Am 12. und 13. macht ihr gefälligst frei. Das war gerade eine Anweisung von ganz oben. So, Rauchen verboten. Ich möchte dich in Kenntnis setzen, dass sämtliche Programme zur Kultivierung neuer Tabakvarianten vorerst einzustellen sind. Offiziell erfolgt dies im Rahmen der Bemühungen der Regierung, das Rauchen einzudämmen. Inoffiziell wurde nach Stalins Tod auf höchster Ebene entschieden, die Regierung vollständig vom Rauchen und der Verwendung vom Tabak abzugrenzen. Ich kann deinen Frust verstehen, zumal Alkohol, der weitaus ungesünder und gefährlicher als Tabak ist, weiter hergestellt wird. Doch ich kann nichts dagegen tun. Unfallbericht?
In der Keimungswerkstatt ist es zu einem unglücklichen Unfall gekommen. Die Pflanze hat eine Studentin namens A. Nejalova gepackt, die dort tätig war. Die junge Frau wurde zwar gerettet, doch ihr Zustand ist extrem kritisch. Sie hat am gesamten Körper Verbrennungen und hat einen anaphylaktischen Schock erlitten. Sie ist bewusstlos. Das Opfer wurde auf die Krankenstation des Komplexes gebracht und muss ins Krankenhaus im Wawilow-Komplex gebracht werden. Alle Zeugen des Zwischenfalls haben Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Die Pflanze? Die Pflanze? Es gibt eine Pflanze, die wir mal kennenlernen bestimmt, ne? Anweisung zum Patiententransport. Wir benötigen 4 Labormitarbeiter mit Erfahrung im Umgang mit giftigen Pflanzen, um das Opfer A. Nejalova zu transportieren. Statte sie mit Schutzanzügen aus. Fordere aus Pavlov ein Sonderfahrzeug mit der nötigen Ausrüstung an. Schicke A. Nejalova zur Behandlung ins Krankenhaus Pavlov. Okay. Ob wir da noch hinkommen? Ich glaube ja, ne? So, ich glaube, wir haben hier alles. Wobei ich nicht genau weiß, was alles ist. Alles fühlt sich in dem Fall jetzt gerade ziemlich wenig an. Da drüben geht's noch rein, oder? Junge, 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 wie viele Aktenschränke kann man haben? Das habe ich aber bei Miss Survival immer gewünscht. Überleg mal, so eine Aktenschränke und du hast überall, du kannst überall Loot reinballern. Voll geil. Hier nicht, da sind nur Briefe. Kann ich da eigentlich das Herz rausreißen? Okay. Hier nochmal. Hallo? So, für die eine Schraube. Chemie. Einmal Chemie. Okay, war's das hier? Oh, warte mal, da ist noch was. Ha! Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja. Aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Ich hab die schon verbessert. Nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Ich hab die schon verbessert. Was heißt denn hier Drecksteil? Sag mal. Geht's noch? Außerdem habe ich schon alles weggelootet. Ich finde unseren Protagonisten ziemlich unsympathisch. Was man hier vielleicht auch sein muss. Oh, das geht. 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 Aber keine weiteren Teile, ne? Ich wollte mir daraus eine Casio stricken. Okay, kann ich jetzt... Mit meiner magischen Hand kann ich den Wasser an aufdrehen. Oh, okay, cool. Ich mache hier überall Wasser an. Jetzt, da werden die gucken. Die Kosten treiben in die Höhe, das wird die ruinieren. Jetzt habe ich die an den Eiern. Jetzt habe ich mich endlich gewehrt. So, okay. Dann mal rüber hier. Hier haben wir schon, ne? Warte mal, das Poster. Poster, Poster. Gut. Gut, gut, gut. Ich gucke immer wieder, ob wir was vergessen haben. Ich weiß, das ist ganz furchtbar. Und jetzt können wir da durch. Mit unserem Superschlüssel. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja. Selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Hä? Magst du Kekse, Charles? Magst du Kekse? Nam, 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 nam. Okay. Okay. Lebt er noch oder ist er... okay. So. Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Ja, klar. Nein, da haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Vorsicht. Warte mal, jetzt hier. Hier? Hier? Erstmal Briefe lesen. Funkenflug über Wasser ist übrigens sehr beruhigend hier gerade. Betrifft der Decoder.
Genossin Wischniewskaja, zu deiner Frage hinsichtlich der Funktionalität des Strahlendekoders. Dieses klobige System ist ein passives Sicherheitsgerät. Ja, wie du korrekt angemerkt hast, könnte es jedes Kind bedienen. Aber während dein Kind Kombinationen eingibt, wird ein Signal an das Sicherheitspanel geschickt und der wachhabende Sicherheitsmitarbeiter kann jedes unbefugte Verhalten unterbinden. In einem Notfall kann das Gerät auch von Mitarbeitern ohne spezielle Ausbildung bedient werden. Zudem können Roboter aufgrund von Beschränkungen ihres Programmcodes den Strahlendekoder nicht bedienen, was die Gefahr eines Fehlers im Falle einer Roboterfehlfunktion verringert. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, geht. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Ich habe keine Ahnung. Ich lese es vor und ich verstehe es aber nicht. Glückwunsch zur Beförderung! Ekaterina, Glückwunsch zu deiner Beförderung zur Programmiererin und Planerin des Wawilow-Komplexes. Ich und die gesamte Geschäftsführung sind begeistert von deinem Lebenslauf und deinen Referenzen. Ich entschuldige mich im Voraus für den alles andere als idealen Arbeitsplatz. Dein Vorgänger war äußerst schlampig, was zu einer Degradierung geführt hat. Die Hand einer Frau wird im Büro ganz gewiss gut tun. Falls du Fragen hast, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren und ich werde es dir gerne mansplainen, Ekaterina. Herzliche Grüße, Wawilow. Okay, huch. Ich drücke mal Escape, wenn ich hier raus will. Aus Gewohnheit. So, Ach, das hier. Ich hab gedacht, ich muss hier ran. Aber ich muss hier ran. Was ist denn? Passive Sicherheitsrelais. Schalte die Funktion des passiven Sicherheitsrelais frei, indem du die Magnetflüsse in die richtige Reihenfolge bringst. Dann bringt dich die mal. Dann bringt dich die mal in die... Verstehe ich noch nicht genau. Muss ich dreimal grünen kriegen? Ich probiere mal rum, ja? Okay. Aha. Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Ach so. Ich dachte, ich muss alle auf grün machen. Okay, das erklärt einiges. Gut, das war herausfordernd. Okay, cool. Das war ja... wow. Was? Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Nochmal kurz abscannen. Haben wir alles? Gut, prima. Dann müsste ja jetzt alles Paletti sein, ne? Und? Welcher? Ich vermute, der Rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Ich, Was? Ich nehme den hier. Hier ist Mondscheinsonate. Und Telefon. Das ist höchster Sicherheitsstandard. Kann ich. Ach so, ich muss einen Millimeter näher dran. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. In der Luft spurten. Shift, oh Gott, mit Shift, gut. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Okay. Ich finde unseren Protagonisten echt super unsympathisch. Ich weiß, wie es euch geht, aber... Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Wir waren ja schon. Okay, wir sind. Ich finde unseren. Huch! Setze Schock gegen Gegner ein, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Sieh hin, es wird Zeit. Okay, ich schaue. Wo sind die? Wieso sehe ich die nicht? Aber ich sehe doch hin. Aber wo sind die? Oh, es sind drei Gegner. Okay, mit V. Ja, mit V soll ich da drauf. Shit, das sind drei. Zwei hätte ich machen können, aber bei drei kann ich nicht. Kommen die jetzt alle?
Ach, ich habe ja diesen anderen Move drauf, ne? Schön. Geht langsam. Das muss aber eh gegen zwei machen, ne? Was willst du machen? Das hat nicht funktioniert. Alter, der hat trotzdem... Okay. Ich kann den Move dann leider nicht abbrechen. Oh Gott. Das war nicht cool. Ich kann den Move dann leider nicht abbrechen. Und der zieht einfach durch. Wir brauchen langsam mal ein neues Ding davon, ne? Ach, wir haben noch 8 von den kleinen. Okay, ja, easy. Okay. Schade, dass man deren Ding nicht unterbrechen kann. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Damit werden wir leben müssen. Wir kriegen wahrscheinlich ein paar auf die Fresse zwischendurch. Aber das mögt ihr ja gerne. So. Komm ich da irgendwo? Da komme ich nicht durch, ne? Haben wir noch irgendwas? Nein. Okay. Der Marvinov-Komplex ist eine der größten Abteilungen der Anlage. Er besteht aus Dutzenden von Werkstätten, Laboren, Lagern und Archiven. Einer Cafeteria, einem Besucherzentrum und einem Erholungsbereich. Dies ist eine richtige unterirdische Stadt mit einem eigenen Transportnetz aus Schnellseilbahnen und Aufzügen für Passagiere und Güter. Über das Netz lässt sich jeder Punkt unseres riesigen Geländes ohne Verluste an kostbarer Arbeitszeit innerhalb von Minuten erreichen. Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Damit? Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Vavilov geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir mit dieser Seilbahn. Ja, gehe ich mal lieber zu Fuß, oder? Die sieht nicht so aktiv aus, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe per Pedes, Leute. So, kurz mal testen. Okay. Muss ich mich auch dran gewöhnen. Kriegen wir hin. So. Haha! Lädt sie jetzt irgendwo auf? Ah, unten. Okay, sehe ich jetzt erst. Ganz klein da unten in der Mitte. Ganz klein. Winzig fast. Können wir also nicht allzu oft nutzen. Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Aber wie lange? Warte mal, komm mal da. Ja, okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Kommen wir hier außen rum? Nee, ne? Okay. Ja gut, dann schwimme ich mal durchs Polymer. Durchs Polymer. Und die Stimmen sind die Erinnerungen anderer Menschen, die hier mit verbunden sind oder waren? Ja, mach mal gleich. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ach was. Die Musik ist nice. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Da muss sich doch was bewegen. Irgendwas. Was war das? Der sowjetischen Stadtplanung. Dies ist Ika. Stationsvorsteher. So ein Witz. Diese mächtige Fliege.
ist das Fundament des Forschungs- und Entwicklungskomplexes Chelomei. Teil von Anlage 3826. Der Schaltplan muss den Schaltplan finden. Ja, ich gehe erstmal hier in die... Ich gehe mal kurz zur Entspannung, ja? Denk daran, Fabrikator Nora regelmäßig aufzusuchen. Ich habe Angst vor Nora. Nora. Ja. Bauplan Schrotflintenpatronen. Okay. Können wir uns selber bauen. Sehr gut. Wir gehen mal kurz zu Nora, ja? Na, Schatz? Zugang gewährt. Ich brauche Waffen. Und zwar viele. Hä? Was haben wir denn da? Okay. Schocker, was ist das hier? Schocker. Elektrifizierung, Schock elektrifiziert Gegner. Erfordert 32 Neuropolymer. Können wir machen. Installation. Bäm. Hat das Nachteile für uns vielleicht? Nämlich bei Bioshock 1 Eve. Hat das irgendwann Nachteile für uns? Nein! Oh doch, können wir. Verstärkter Modulator. Eine Verbesserung der elektromagnetischen Einheit, der die effektive Reichweite vergrößert. Ja, rein da. Rein da. Oh, es gibt noch andere. Erfrierung. Massentelekinese. Dein Handschuh kann Ziel und Oberfläche mit einem Strahl Kryopolymer beschießen. Betroffene und Gegner werden eingefroren, können sich nicht bewegen. Warte, ich guck mal kurz das tolle Video dazu an. Ich würde das gerne vergrößern. Oh, das geht! Verhindert das Kapital des Volkes Wille? Dann bringe die Bonzen zur eisigen Stille. Oh, Alter, was? Von der eigenen Pisse erstochen? Dieser Pionier. Okay, das ist ja cool mit den... Hä, wie geil. Warte. Den Schocker gucken wir uns auch nochmal an. Von allen Seiten bedrängt, ein Lichtlein bringt Segen. Röste deine Feinde in einem Funkenregen. Hä, wie cool ist das denn? Schocker. Oh nein, ich war noch nicht fertig. Was soll es sein, Major? Waffen oder fähig? Oder fähig. Waffen oder fähig. So, Massentelekinese. Wir gucken uns mal kurz die Videos durch, ja? Ding, 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 lili. Was? Dieses Kapitalistenschwein! Ergreife Dinge und lass sie fliegen. So kannst du für das Mutterland siegen. Gut, das, ja, und Polymerstrahl. Gucken wir auch noch direkt rein. Wie gut ist das denn? Nein. Mit Polymer lassen sich unsere Sorgen bezwingen. In den Händen des Volkes kann damit alles gelingen. Okay. Dein Handschuh kann Ziel und Oberfläche mit einem Strahl Kampfpolymer beschießen, kann entzündet, elektrifiziert oder eingefroren werden. Das wird eine spannende Kombo. Wenn man das kombinieren kann, wird das bestimmt interessant. Polymerschild. Di. Gewalt ist nicht die sowjetische Art. Doch Gewalttäter tötest du knallhart.
Vor allem in jedem Video bringt er den halt um, einfach auf bestialische Art und Weisen. Nein, Gewalt ist nicht unsere... nein, nein. Das ist gerechtfertigte Gewalt, ist keine richtige Gewalt. Okay. Energiedichte, Energie des Charakters. Waffenverbesserung erweitern die Rezirkulationskammern der Waffe um eine weitere Energiezelle. Ach so. Ja gut, das ist ja schon mal cool. Hier ist Charakter noch. Da kommt der Charakter dazu. Bios-Werkzeug, UDS ist her. Okay. Autorisierung. Major Nechayev. Codename P3. Zugang. Gewährt. Zugang gewährt. Okay. Schwede haben wir. Verbrauchsmerk. Munition. Okay. Munition können wir ja auch machen. Schrotwaffen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch? Mal 4. Wir können mal 4 Stück auf einmal machen, das ist ganz gut. Können wir den Schweden noch ein bisschen verbessern? Stahlklinge, Stufe 2. 89, oh, wir haben jetzt 4 von den Dingern. Der starke Hieb kostet jetzt ja nichts mehr, ne? Also das, was wir freigeschaltet haben, können wir immer wieder wechseln. Wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, starker Hieb. Ich probiere es mal aus. Ressourcen werden erstattet. Aber hier Rundumschlag, siehst du, den kann ich jetzt wieder ausstatten. Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt starker Hieb hier in der Richtung machen. Das Töten von Gegnern regeneriert 5 Gesundheit. Ich glaube, das wäre eigentlich nice. 65 davon haben wir nicht mehr. Wenn P3 ein Treffer landet, kann er nicht von gegnerischen Angriffen umgeworfen werden. Das brauchen wir. Weil ich glaube, ich werde... Ich bin unsicher. Es kann sein, dass ich vielleicht oft ohne Waffe kämpfe, um Patronen zu sparen. Weil ich nicht genau weiß, ob wir genug Schuss haben für das Game. Soll nämlich sehr selten sein mit den, ne, mit den Patronen und so. Wobei ich nicht genau weiß, ob das auf der Schwierigkeitsstufe... Wir spielen auf normal, da müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht. Mit der Shotgun nur rumlaufen will ich natürlich auch nicht. So, für die Klinge, Stahlklinge, Verbesserung, brauchen wir das. 47 und 4 kostet das genau. Stimmt, das wollten wir machen. Die wollten wir verbessern für mehr Schaden und mehr Ladungsschaden. Bei der Axt, ne? Ich erinnere mich, das wollten wir mitnehmen. Ich tu's einfach jetzt. Doch, ich tu's. Ich hab's getan. So, Verbesserung. Und als nächstes Ladungsgeschwindigkeit. Was kriegen wir hier noch? Nichts. Erhöht Schaden gegen organische Gegner. Also Pflanzen und Menschen. Okay. Erweiterung aus Polymerlegierung, da brauchen die Rezepte noch. Erhöht den Schaden. Ich glaube, das hier wird noch interessanter als das hier. Das hier wird noch sehr interessant. Da wird die Axt, glaube ich, richtig Damage machen. Aber ich weiß nicht genau, ob ich immer auf Nahkampf gehen will. Ergonomischer Griff haben wir nicht. Kartusche. Schaltet an der Kartuscheaufnahme frei. Können wir eh nicht machen. Okay. Gut, 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 gut. Und hier können wir dann noch was verbessern. Ich schau mal eben. Mündungsbremse haben wir letztes Mal reingeballert. Und jetzt kommt Stufe 1. Die können wir verbessern. Feuerrate ein bisschen hoch. Hinterher den Schaden ein bisschen hoch. Ist, glaube ich, nicht das Schlimmste, was man machen kann, ne? Ich guck mal. Ich baller mal ein bisschen rein. Verbessern ist, glaube ich, ganz gut. Zielvorrichtung ist einfach drin. Griff, Standardgriff, auch 19. Gibt nochmal Feuerrate und verringerte Streuung. Ballern wir rein. Let's go. Ich spare sonst immer sehr viel bei Games, ne? Ihr wisst das. Ich versuche mal mehr... Einfach ein bisschen mehr auszugeben. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Wir werden es alles herausfinden. Kleine Neuromed-Kapsel brauchen wir nicht unbedingt. Die mittlere Bauplan erforderlich kann man nicht machen, leider. Okay. Munition. Ausreichende Ressourcen. Komm, wir machen einmal hier. Betrag angeben. Erstellen. Ach! Dankeschön. So. 24 Schuss haben wir. Also können wir ruhig ab und zu mal benutzen, das Ding. Aber vielleicht mit den kleinen Gegnern. Wir schauen mal. Speichere Daten. Vielen Dank. So. Okay. Suche weiter nach Viktor. Stationsvorsteher. So ein Witz. Ach, das ist er mit dem Ding da. Der
Aber die leben alle noch, weil... Leben die alle noch, weil... Die haben das Ding da noch dran. Das ist ein bisschen wie bei Soma, ne? Oder? Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest, ohne Plan geht nichts voran. Oh Scheiße, der lebt noch. Schaltplan, brauchst du einen Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht, nein. Ohne Schaltplan geht gar nichts. Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Das ist aber... Okay, na super. Und wo ist der Schaltplan? Warte. Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Er starb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Die weltweit erste autonome Flugstadtbasis. Ich muss den Stationsvorsteher finden. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo ich anfangen soll. Im Tunnel? Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Scheiße, eine sprechende Leiche. Was hast du gesagt, Genosse Major? Weißt du, ich habe im Krieg gekämpft, von Anfang bis Ende. Ich habe viel gesehen, ja? Aber sprechende Leichen? Das ist neu. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist die Restspeicheraktivität der Neuropolymere. Die Toten hier wurden polymerisiert. Solange ihre Gehirne sich noch nicht zersetzt haben, sind sie noch mit dem Neuropolymer verbunden. Was sie? Hörst du? Er muss hier irgendwo sein! Oh, ist das widerlich. Wir müssen es nur bis zur Seilbahn schaffen, Vasili! Das ist schon ein bisschen widerlich, ne? Das ist schon ein bisschen gruselig ich einfach. Bin der Station. Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Verdammt! Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Das ist halt super sad eigentlich, ne? Ich bin super der Stationsvorsteher. Den Weg finde ich noch mit verbundenen Augen. Das schaffen wir schon. Super sad. Okay, das hier ist das Ding, was wir brauchen. Ich hoffe, dass... Ich kann mir das natürlich nicht merken. Ganz komisch bei der Shift-Taste. Geht das automatisch? Okay. Dann so. Okay, was haben wir hier? Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Ja, warte mal. Bitte die Plätze. Das ist es. Bewegung, Bewegung. Tut mir leid, keine Fahrkarte. Tempo, Bewegung. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Bewegung. Oh Scheiße, der lebt. Schaltplan. Warte mal. Okay, das bleibt. Ja, warte. Ja, sehr durcheinander gerade. Na super. Und wo ist jetzt dein Schaltplan? Schaltplan? Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Ich will mal was probieren. Bitte mal kurz weggucken. Das ist es. Bewegung. Okay, ich wollte ihm eine Rasur verpassen gerade. Kommen wir noch in den Flur rein irgendwie? Nee, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da gehe ich nicht runter. Bewegung, Bewegung. Kommen wir noch in den Flur rein irgendwie, hier drüben? Wir mussten durchs Polymer. Ach, das war da oben, ne? Komm ich ja wieder durch? Jo, okay. Ich will nur mal ganz kurz eben... Ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ich will mal ganz kurz eben in den Flur rein. Oh, ist das furchtbar. Und auch hier im Polymer die ganzen Erinnerungen von irgendwelchen Menschen. Oh, ist alles so bitter. Huch!
Hat sich schon gelohnt, zurückzugehen. Hat sich schon gelohnt, zurückzugehen. Oh, okay, hier geht's hoch. Alle geschlossen, dass wir bis zur Seilbahn schaffen, Vasili. Ah, das war falsch rum. Ich wollte rennen und springen. Diese, das auf der Shift-Taste mit diesem Strafing, also mit dem hier, das, da kann ich mich noch nicht dran gewöhnen. Nein, schon wieder. Ich wollte schon wieder rennen und springen. Es ist doof. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz hören, was die Leichen so sagen, weil ich es einfach so unglaublich sad finde. Der hat gerade gesprochen, ich schwör's. Vielleicht ist es am besten so. Ah, okay. Verdammte Maschinen! Verdammte Maschinen? Haben wir nicht noch was hier? Nee, ne? Ausruhen ist wichtiger. Ja, es hat nicht so gut geklappt. Okay, viele sind das hier nicht, aber ich dachte, ich guck mal. Ich habe das Bügeleisen angelassen. Kommt hier rüber, hierher. Bleib nicht im Dunkeln. Das Polymer finde ich fast gruseliger. So, jetzt aber weiter. Bereit zur Abfahrt. Kleiner Exkurs gerade zu den Leichen. 9, 8, 7, 6, Abfahrt. Das wird schief gehen. Im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Das wird nicht gut gehen. Warum ist denn alles... Uah! Oh Gott! Hat er uns gesehen? Oh Gott! Das sind überall Roboter! Überall! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warum so schnell? Oh! Oh! Was? Warum wieder zurück? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nicht gut, nicht gut! Oh! Oh Gott! Sowjettechnik. Oh. Ich hab doch gewusst, das wird. Hä, was war das denn gerade? Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Nein! War noch nicht fertig. Ich wollte wieder V machen. Oh, shit. Wollte wieder V machen, aber es lädt so langsam auf. Okay, ja gut, unsere Gesundheit. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Okay, das hat nicht geklappt. Das war zu weit. Ich dachte, ich kann da über die Dinger jumpen. Okay, hier ist alles schon. Hier ist ja das Wasser, kein Polymer, ne? Oh, ich muss doch über die Dinger jumpen? Sag mir nicht, ich muss über die Dinger jumpen. Ich glaube, ich muss über... Hallo? Okay, jetzt. Ich glaube, ich muss über die Dinger jumpen. Hallo? Okay, okay, okay. Okay. Nein, auf die Kabeln kann ich nicht entlang. Okay, ja, ist immerhin schon mal was. Die Kabel sahen sehr stabil aus. Kann ich noch weiter hoch? Ja. Ach, hier, oder? Ja. Na gut. Okay, 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 okay. Das ist bestimmt alles sehr gesund, was ich hier gerade mache. Warum diese Musik? Warum diese... Ah, Mann, jetzt nicht da. Warte. Nein, was? Wieso? Oh Gott. Was ist denn mit der Musik?
Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ob? Ohne die würde ich nicht überleben. Ich habe keine Brüste, keinen Bauch und keinen Penis mehr. Der war viel zu nah. Holy shit. Okay, kann ich da jetzt rüber? Uha, oh Gott. Okay, und jetzt sind wir aber soweit, ne? Das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung. Was? Dein fucking Ernst? Okay, die Animationen sind süß, aber dein fucking Ernst? Okay, ich blende mal die Tode oben aus, ne? Ist ein schöner Gag für einen Stream. Hallo YouTube, wir nehmen das gerade im Stream auf. Live, Let's Play und so. Aber ist halt doof, wenn jetzt oben immer Tode 1 steht. Ich blende das mal aus. Ist ein lustiger Gag, können wir immer machen, wenn ich sterbe. Ja, aber ist sonst doof, wenn da immer Tode 1 steht. So, tschüss. So, Entschuldigung. So, drücken, um Rache zu üben. Es ist durchaus möglich, dass du meine Tipps nicht länger nötig hast. Doch, schon. Oh, wie schön das hier noch aussieht, ne? Wenn du schießen willst, schieß. Wenn du dich prügeln willst, prügele dich. Versuch doch bitte, die Tiere nicht unnötig aufzuregen. Oh. Hä? Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht. Oh, shit. Ich hasse das. Ich. Oh, shit. Drück nicht auf Shift. Ich drück aber nicht auf Shift. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt... Oh, jetzt muss ich alles normal machen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit. Das war ein Kackopener gerade. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Das war gerade ein Kackopener. Ich bin recht froh, das zu hören. Jetzt müssen wir alles normal machen. Das ist nervig. Kein guter Checkpoint. Warte mal, ich gehe nochmal weiter nach oben. So, kommen wir jetzt dran, oder? Ja, jetzt geht's. Ich habe keine Brüste, kein Bauch und kein Penis mehr. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Sag mal! Ach so, ich dachte. Ich dachte schon, da kommt der nächste Burav. Dann ebenso. Warum sieht er so hitlerig aus? Wo kommen wir denn da rüber? Ja. Oh, hey, mein Freund. Entschuldige bitte. Das nehme ich mit. Komme ich hier durch? 9 Meter. Vielleicht da oben durchs Löchlein? Hier unten durchs Löchlein. Okay, warte. Dann hau ich immer noch ganz so wieder so ein Ding hier rein, ne? Das wird, glaube ich, sehr lustig. Diese Roboter sind sehr stabil. Oh nein, nicht schon wieder einer. Aber bevor wir das machen, ganz kurz erstmal hier. Wir nehmen mal die Sachen mit, kann man alles gut gebrauchen. Hallo, hallo, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sehr lieb, was ist das denn hier? Konterrevolutionärer Saboteur. Oh, schön. Ach, cool.
Mein lieber Freund, du hast da was eben gesehen. So eine Leselampe ist schon geil. Das kenne ich eigentlich nur vom Gameboy damals. Schön, dass es sowas direkt fürs Gesicht gibt. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Das wusste ich nicht, aber woher? Aber... Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Was sie ohne uns wohl träumen? Das heißt, weil unsere Gedanken gerade, weil die menschlichen Gedanken denen gerade fehlt, haben die gerade ihre eigenen, folgen die jetzt ihren eigenen Gedanken und schlawumpeln da so rum oder was? Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Und das heißt, wenn die jetzt hier überall durch den Boden schlawumpeln, ne, und überall hier so alles bla, hüllen die damit langsam nicht so, zumindest den äußeren, ich sag mal, Erdmantel, es ist ja lokal sehr begrenzt, aber ihr wisst, was ich meine, so die Oberfläche nicht so sehr aus? Und hören die irgendwann mal auf? Geht die Energie mal irgendwann alle? Oder machen die endlos weiter, weil auf endlos gesehen, ne? Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an? Habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gebirgszüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Ja, Pizzi, hm? Ja, Pizzi, ich hab dich lieb. Du machst das sehr gut. Du machst die Sachen toll. Ist spitze, wie du das machst. Bist ein Guter. Vorsicht halber. Man weiß ja nie. So, haben wir sonst noch? Der bleibt tot. Da kann man nichts machen. Und wer tot ist, braucht seine Sachen nicht mehr. Schrotflintenpatronen, geil. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Was war das denn gerade? Warte. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Kann ich hier speichern? Warte mal, ich geh mal hier lang. Just for fun. La 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 la. Ja, Kiste, geil. Hast du da Kiste? Her damit. Nice. Ansonsten hier lohnt nicht. Ich habe gedacht, ob wir vielleicht weiter runtergehen, aber ich ohne Checkpoint habe ich da ein bisschen Angst vor, weil ich nicht weiß, wie die Checkpoints hier gesetzt sind. Also da geht's auf jeden Fall weiter. Oh, da geht's eh nicht weiter. Oder geht's da unten weiter? Nee. Okay. Schade.
warum die Musik? Und da drüben ist unsere große Liebe. Okay, wir gehen erstmal wieder. Ah, hier ist sie nicht drin. Okay, ich glaube, wir müssen da durch dann. Ah, erstmal kurz wieder eine Folge gucken. Ah. Mit Ton wäre schön. Oh, Happy End. Oh nein. Oh nein. Aber. Kann man die F drücken? Nee, ne? Ne, geht nicht. Okay. Dann gib mal. Hä? Yo! Schwedegriff! Bauplan freigeschaltet. Nice. Und was ist. Hä? Wo ist das Ding hin? Ach da. Hä? Jetzt ist ein Sofa geflogen. Ist alles sehr wild hier. Ich speichere mal gerade. So, und weiter geht's. Diese Nation der Wissenschaft und Industrie wurde vom arbeitsamen Bauerntum errichtet. Das ist also das Bauerntum hier, okay. Da habe ich vielleicht traditionellere Vorstellungen. Ich weiß nicht. Bauerntum stelle ich mir anders vor. Natürlich war das Wissenschaft und Industrie, ich weiß natürlich. Oh, eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Ich mag den. Ich weiß nicht warum. Meine Laserresistenz? Ernsthaft? Da würden die X-Men gern Wörtchen mitsprechen. Wie ist denn eure Laserresistenz so überhaupt, hm? So, okay. Ich guck nochmal schnell. Oh, hier ist auch noch. Oh Gott, ich dachte, ich habe hier noch. Hab ich da. Aber der ist doch leer. Offenbar nicht. Aber da ist doch nichts mehr dran. Wieso wird er noch angezeigt? Blip, 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 blip. Blip, 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 blip. Der wird immer noch ange... Ich hab auch was gehört. Ich hab Schritte gehört, aber... Da drüben wahrscheinlich, ne? Nee, kann gar nicht sein. Naja, wer guck mal. Wieso werden die noch angezeigt, wenn wir die schon gelootet haben? Habe ich irgendwas übersehen bei den Tischen? Ach, das waren keine Schritte, das war dieser Stuhl hier. Verstehe. Aber... Ich raff nicht, wieso die noch angezeigt werden. Die müssten ja eigentlich ausgeblendet werden. Weird. Der hier auch? Da ist auch nichts mehr drin. Okay, strange. Gut, der ist aber sehr ordentlich zersägt. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Zigaretten holen. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Die Laserwand sieht auf einmal sehr attraktiv aus.